willkommen beim Kombinationsworkout für den Trizeps. Freunde, heute zerstören wir in nur 10 Minuten den Trizeps komplett. Also, wir trainieren heute nicht nur im Hypertrophiebereich, also im niedrigen Wiederholungsbereich von 6 bis 12 Wiederholungen, sondern auch im Kraftausdauerbereich, um eine ausdauernde qualitative Muskulatur aufzubauen, die nicht schon nach 5 Wiederholungen K.O. ist, denn der Muskel gewöhnt sich natürlich an unser Training. Das heißt, wenn wir immer noch im Hypertrophiebereich arbeiten, also im schnellsten Muskelaufbaubereich, dann wird sich natürlich der Körper daran gewöhnen und werden eine Muskulatur aufbauen, die im Alltag sehr schnell K.O. ist, also nach 5 Wiederholungen zum Beispiel schon K.O. ist. Und das wollen wir auf jeden Fall vermeiden, denn wir wollen eine stabile, ausdauernde, starke Muskulatur aufbauen. Und wie das geht? Ganz easy, indem wir Hypertrophie-Workouts für den schnellsten Muskelaufbau im Kombinationsworkout eben mit Übungen im Kraftausdauerbereich kombinieren. So funktioniert das Ganze und das ist meine Definition von Fitness. Ja, ich habe bereits ein Kombinationsworkout für euch für den Bizeps hochgeladen und ihr habt euch jetzt ein Kombinationsworkout für den Trizeps gewünscht. Und genau das, Freunde, machen wir heute. Also, Freunde, heute zerstören wir den Trizeps richtig, richtig krass und wir bekommen wieder mal den Pump des richtig Jahrtausends und sorgen für einen Monster-Trizeps. Aber ich habe noch eine kleine Information für euch, denn ich habe für euch wieder was Krasses rausgeballert. Es gibt heute Morgen und übermorgen, also nur diese 3 Tage, nochmal weitere 30% mit dem Code Sascha10 auf bestimmte Produkte. Welche das sehen, findet ihr unten in der Videobeschreibung. Das heißt insgesamt 40%, denn mit dem Code Sascha10 gibt es natürlich auch wie immer weitere 10% dazu. Und auch wenn es da insgesamt 40% auf die ausgewählten Produkte gibt, gibt es trotzdem noch dazu die Gratis-Produkte. Es gelten weiterhin die 10%, es ist alles genau gleich. Wie es mit dem Code Sascha10 gibt es immer am meisten Vorteile und das wird auch immer so bleiben. Aber vor allem möchte ich an euch etwas zurückgeben, Freunde, an die beste Community. Nämlich verlose ich jedes Monat an jemanden, der mit dem Code Sascha10 bei Prozis bestellt hat, 100 Euro Gutscheine und Überraschungspakete an mehrere. Aber jetzt starten wir mit dem Trizeps-Workout. Zwar geht dieses Video über 10 Minuten, aber ich klatsche euch aus Prinzip keine YouTube-Werbeunterbrechung rein. Also, Freunde, macht euch bereit. No excuses. Es ist soweit. Wir haben 6 Hypertrophie-Übungen am Start. Das heißt, wir trainieren als erster schwer. Also bereitet schwere Gewichte vor, bei denen ihr nur 6 bis 10 Wiederholungen schafft. Und danach nehmen wir ein leichteres Gewicht, denn danach trainieren wir im Kraftausdauerbereich. Also, jetzt geht's los. Let's go! Ich gebe jetzt noch schnell die Bandagen auf, einfach um das Handgelenk zu schützen, beziehungsweise zu schonen. Auch die Handgelenksbandage findet ihr unten in der Videobeschreibung. Wir starten jetzt los in 3, 2, 1. Also packt euch jetzt eure Handeln und wir gehen jetzt direkt schnell nach oben, langsam nach unten und wieder. Schnell nach oben, langsam nach unten. Wichtig ist, dass wir die Handeln ganz zusammengeben. Wir wollen ungefähr 6 bis 10 Wiederholungen schaffen und explosiv nach oben und langsam und gefühlt nach unten. Kopf ablegen. I got nothing to lose, cause I fought and felt the bruise. Now I'm not the one confused, call the shots and they produce. I ain't lost, I'm finally loose, pick a new silver excuse. I need the views to boost me to a new abuse of being used. Everybody wants a peace now, y'all can rest in peace now. You're dead to me, so peace out, remember you're discreet now. Keep ready for defeat now, I'm gonna make you bleed out. So, sehr gut. Handeln wieder ablegen, 20 Sekunden chillige Pause machen und danach geht schon wieder weiter mit Trizeps drücken. Genau, das heißt, ich erkläre euch die Übung schnell. Einfach wieder in Position gehen, ihr könnt liegen bleiben. Und jetzt geben wir einfach hier die Handeln links und rechts vom Kopf runter und wieder schnell nach oben. Der Oberarm soll auf jeden Fall ruhig in der Position bleiben. Also wir bewegen nur den Unterarm. Und so arbeiten wir wirklich nur aus dem Trizeps. Fast bis ganz nach unten und schnell nach oben. Also mein Trizeps ist jetzt echt schon, hab schon einen Pump, ist ja krass. So, nächste Übung, nämlich einfach Trizeps nach außen drücken. Wir bleiben weiterhin liegen, bleibt einfach am Boden. Wir haben noch 5 Sekunden Pause und danach drücken wir einfach hier die Handel nach außen. Das heißt, die Ellbogen zeigen leicht nach außen. Es geht los! Be a legend, not a myth, yeah. It's obnoxious that I'm conscious. Rapping honest as promise, try to harness. As an artist, stay modest. It's a long quest, I will not quit till 10,000 people going off. When I drop this, I gotta make it now. Swear to God, I'm breaking out. Swear to God, I'll take a bow. Stand the stage with the crowd, cause I got it figured out. I'm just honest and I'm loud. Saying modest, but I'm proud. No, I never had a doubt, just like, yeah, a soldier. I keep on moving forward. Always getting closer. I march until it's over. And just like a soldier, I keep on
I'm moving forward. So, perfekt. Und weiter geht's schon mit der nächsten Übung. Nämlich, wir umgreifen jetzt die Handelscheibe, stehen jetzt langsam auf und wir umgreifen jetzt die Handelscheibe, geben die Handelscheibe schön hinter den Kopf. Achtung, dass ihr euch nicht eure Birne anhaut, euren Kopf, ja, verletzt. Und wir gehen jetzt hinten einfach gerade nach oben, Arsch anspannen, um eben eine schöne Spannung zu haben, und damit wir uns nicht verletzen, Freunde. Und schnell nach oben, langsam nach unten. Boah, ich spür schon richtig gut. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. Don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power. Boah, ist das heftig, aber auch richtig, richtig geil. So, und es geht jetzt weiter mit der nächsten Übung, nämlich Liegestütze. Wir gehen wieder zu Boden und jetzt brauchen wir die Hanteln mal nicht. Was wir jetzt machen ist, wir legen, stützen uns auf unseren Unterarmen ab und versuchen uns jetzt einfach hier aus dem Trizeps hochzudrücken. Falls es einem zu schwer ist, einfach die Knie ablegen und das Ganze einfach so machen, wie man die Knie ablegt. Ja, wichtig, langsam nach unten. Explosivartig nach oben. So, los geht's! Oh, will you fucking fight back? Yeah. You ain't gonna make it. You ain't never ever gonna break it. You can never beat them and they're better than you face it. Think of the thing, even if you... Und wir kommen jetzt schon zur letzten Übung, nämlich eine isometrische, also statische Übung, Freunde. Das heißt, wir gehen wieder zu Boden, schnappen uns unsere Handeln wieder, machen dieselbe Übung wie zuvor, aber jetzt statisch. Das heißt, wir halten die Handeln jetzt in dieser Position in der Luft, danach in dieser und dann schräg nach oben. Nicht komplett durchstrecken. Also wir starten ganz unten für 15 Sekunden. But you're never gonna make it. Boah, fuck, ich muss kurz ablegen. Ich bin wirklich an meine Grenzen. Jetzt gekommen und jetzt in der Mitte halten. Boah, fuck. Are you just gonna take that? Or will you fucking fight back? Boah, und jetzt schräg nach oben. Die letzten paar Sekunden. Bist du wahnsinnig? Also, holy shit. Jetzt haben wir eine Minute Pause, Freunde, und danach geht's weiter im Kraftausdauerbereich. Also bereitet jetzt eure leichteren Hanteln vor. Also kurz was trinken. Sekunden Pause, Freunde, und dann geht's richtig los. Ihr kennt euch aus. Willkommen in der Hölle, denn jetzt holen wir uns den Panzer des Jahrtausends. Ich habe ihn jetzt schon. Mal schauen, ob das, was das werden kann. Das wird richtig heftig. Schnell einen Schluck trinken und dann geht's schon los mit der ersten Übung, nämlich 30 Sekunden, immer ohne Pause und volles Tempo. Es gibt jetzt keine Pausen mehr. Also, Freunde, wir starten mit Liegestützen auf den Dumbbells. Also in Position gehen. 3, 2, 1 und es geht los. Enger Griff, also jetzt nicht die Hanteln außen haben, sondern innen und schön Arsch anspannen. Schöne Liegestütze, ganz nach oben, langsam nach unten, ganz nach oben. Als Sicherheit könnt ihr die Hanteln schräg nehmen, damit ihr euch nicht so leicht verletzt. Und volles Tempo jetzt fahren. Ihr könnt euch sonst wieder mit den Knien auf den Boden ablegen, dann ist er auch wieder etwas leichter. So, und schneller Wechsel. Also, Hantel liegen lassen, einfach jetzt ganz mal hinter den Rücken, schön weit hinten die Hantel haben und Dips machen. Ja, klar, schneller runter, schneller rum. Freunde, volles Tempo! We'll be right back.
aufstehen und Trizeps drücken hinterm Kopf. Einfach wieder Arsch anspannen, schnell nach oben, schnell nach unten. Jetzt nehmen wir langsam nach unten. Jetzt keine Zeit verschwenden, Trizeps drücken, so wie vorher, schön hinterm Kopf, schön seitlich vom Kopf hochgehen und wieder nach unten. Ich schwör's euch, mein Trizeps explodiert. So, und jetzt eine statische Übung. Nämlich genau am Bauch liegen und jetzt geben wir hier die Hantel, den kleinen Finger nach oben und drücken die Hantel in die Luft und halten jetzt die Hantel so lange wir können. Fuck, ist das heftig. Und jetzt zum Schluss, letzte Übung. Trizeps drücken nach außen. Also jetzt volles Tempo nochmal fahren. Schön hier bis zur Brust runtergehen und dann mit den Hanteln fast gerade nach oben fahren. Also schön nur aus dem Trizeps arbeiten. Fuck! Okay! Fuck, mein Trizeps, ich komm so nicht mehr hoch, what the fuck. Also, ihr seht Freunde, ich bin jetzt richtig am Arsch. Ich hab den Pump des Jahrtausends wieder mal, vor allem hier im Trizeps. Ich glaube, ich kann den Trizeps jetzt nicht mal anspannen, keine Ahnung, aber der ist so voll mit Blut. Greif mal. What the fuck, geiles Gefühl. Also ist jetzt euer Trizeps auch gerade so am explodieren, dann lasst auf jeden Fall jetzt einen Daumen nach oben da und schreibt es unten in die Kommentarbox, wie heftig ihr das Workout feiert, damit auch die, die das Workout noch nicht gemacht haben, sehen, wie krass es wirklich ist. Ja, Freunde, ihr wisst es, Motivation, Trainingstipps, Ernährungstipps gibt es jede Menge, auch auf Instagram. Mein Instagram-Account findet ihr unten in der Videobeschreibung und ich würde sagen, das war's auch schon wieder. Ich muss mich jetzt regenerieren gehen. Wir sehen uns, haut rein, bis zum nächsten Mal. Euer Sascha, peace. Du bist in der Endcard drinne, doch warte, bevor du schon jetzt verschwindest. Yeah. Mehr Fitness gibt's nicht, such dir ein Video aus, klick it. Und fehlt dir irgendwie die Motivation, dann lass ein Abo hier, du weißt, es würde sich lohnen. Yeah.